Heike, ich bin, glaube ich, ein ganz kleines bisschen zu spät, oder? Ja, guten Morgen, Hannah. Ich habe mich schon gewundert, wo du heute Morgen bist. Ich dachte schon, du bist auch krank. Hast dich bei Linus vielleicht doch mit den Windpocken angesteckt. Aber da bist du ja, Gott sei Dank. Nee. Ich habe keine Windpocken. Aber, also Silke, ich habe ja bald Geburtstag und da wollte ich fragen, ob ich vielleicht meine Einladung verteilen darf. Ist das in Ordnung? Na, das hört sich aber spannend an. Na gut, dann verteile mal deine ganzen Einladungen. Die Kinder sind übrigens alle draußen. Ich habe nur noch auf dich gewartet. Also, Linus, was kann ich Ihnen denn bringen? Möchten Sie einen Sandkuchen oder einen Sandkeks? Oder doch lieber eine Sandtorte? Das ist aber ganz schön schwer. Also, ich glaube, ich nehme einen Sandkeks. Oder doch lieber eine Sandtorte. Hat die Sandtorte auch viel Sahne und ein paar Kirschen, so wie bei meiner Oma? Also, Linus, du bist ja fast genauso schlimm wie Hannah. Apropos Greta, wo ist eigentlich Hannah? Ich habe sie heute noch gar nicht gesehen. Hast du sie schon gesehen? Nö, ich habe sie heute auch noch nicht gesehen. Vielleicht hat sie jetzt ja doch noch Windpocken und kann nicht mehr kommen. Ich meine, nachdem deine Mama auch noch Windpocken hatte... Ja, vielleicht hat Hannah sich jetzt ja doch angesteckt. Die Arme. Ach, schau mal, da kommt sie ja. Hannah. Hallo, Hannah, wir sind hier in der Sandkiste. Guten Morgen, Linus. Und guten Morgen, Greta. Schön, euch zu sehen. Ja, ich habe hier was für euch. Oh, das sind aber schöne Einladungskarten. Hast du die selber gebastelt? Nein, die habe ich nicht selbst gebastelt. Die hat meine Mama ja gekauft. Ich glaube, im Spielzeugladen. Falls ihr auch solche braucht. Ja, auf jeden Fall sollt ihr uns Bescheid sagen. Oder besser mir. Oder meiner Mami, ob ihr auch kommt. Also ich komme auf jeden Fall. Das ist ja wohl klar wie Kloßbrühe, oder? Na, ich komme auf jeden Fall auch, Hannah. Letztes Jahr war dein Geburtstag so schön. Das hat so viel Spaß gemacht. Also ich bin auf jeden Fall auch mit dabei. Aber du, sag mal, Hannah. Gibt es etwas, was wir dir kaufen können? Also was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Ja, was hättest du denn gerne von uns? Ach, ich habe so viele Wünsche. Ich hätte gerne eine neue Puppe und ein Schloss und eine Burg. Und da hätte ich auf jeden Fall gerne Barbie und so einen Fidget Spinner. Am besten eine Babyborn, eine kleine Babyborn und die Schwester von der Babyborn. Oh, und den neuen Findet Nemo Film, den wollte ich auch schon ganz lange gucken. Außerdem wünsche ich mir einen neuen Bilou-Schaum, eine neue Bibi Blocksberg-Kassette. Am liebsten die Folge, wo die auf der Märcheninsel sind. Ja, dann wünsche ich mir auch noch ein neues Puzzle. Ach, Pie Face, dieses Spiel mit der Sahne. Einen ganz großen Kuchen könnt ihr mir backen. Ach, mir fällt einfach so viel ein. Ihr wisst schon, was ich mir wünsche. Oh ja, das hört sich gut an. Da haben wir eine schöne Auswahl. Ach, da muss ich auf jeden Fall bald los und dir ein tolles Geschenk holen. Na Kinder, was habt ihr denn da? Esst etwa Süßigkeiten heimlich in der Sandkiste? Das wird Silke aber gar nicht gefallen. Nein, wir haben keine Süßigkeiten. Das ist die Geburtstagseinladung von Hannah. Sie hat bald Geburtstag. Und wir beiden dürfen zu ihrem Geburtstag kommen. Ist das nicht toll? Na, das hört sich ja wirklich toll an. Aber bringt bitte mal die Einladung ins Haus, bevor sie in der Sandkiste noch untergehen. Und hast du schon eine Idee, was du der Hannah schenkst? Nee, Greta, ich habe noch gar keine Idee. Sie hat ja nun mal wirklich viele Wünsche. Ich bin mir sicher, da finden wir irgendwas. Du, Greta, ich wollte dich noch kurz was fragen. Ja, was ist denn los, Hannah? Ja, also, ich wollte fragen, ob ich mir vielleicht für meinen Geburtstag dein wunderschönes Kleid leihen kann. Meine Mama meint, so ein Kleid kauft sie mir nicht. Das lohnt sich nicht. Und ja, ich hätte doch so gern so ein Kleid. Ach, Hannah, du darfst nicht böse sein, aber ich wollte das Kleid jetzt selber anziehen an deinem Geburtstag. Und ich bin mir sicher, dass meine Mama mir auch nicht erlaubt, dass ich das verleihen darf. Sei bitte nicht böse. Nein, nein, aber ich dachte, Fragen kostet ja nichts. Na gut, dann ziehe ich halt den alten Rock an. Ist ja nicht so schlimm. Ich dachte einfach, ich frag mal. Du, Papi, was gibt's denn heute Abend zu essen? Oh ja, Linus, was ganz Tolles hier. Gebratene Nudeln mache ich heute. Das wird ein richtiges Festessen. Also wirklich komisch. Mama macht ihre Nudeln immer in einem großen Topf. Ja, so macht das deine Mama. Ich mache das aber anders. Bei mir werden die Nudeln schön gebraten. Das schmeckt richtig lecker, glaub mir. Ja, gibt's dazu denn keine Soße? Müssen wir das so trocken heute Abend essen oder wie sollen wir das essen? Ich meine, ohne Soße macht das doch gar keinen Spaß. Ach, papalapap, was für eine Soße. Ketchup, mein Junge, Ketchup kommt da drauf. Ganz viel Ketchup. Da schmeckt das echt super.
Also Emma, wenn du mich fragst, ich glaube, das wird nichts. Gestern wieder das Essen, das war ja furchtbar. Oh, ich bin so froh, wenn Mama wieder da ist. Ja, hier spricht Lukas Fröhlich, was kann ich für Sie tun? Fröhlich, oh Gott, ich bin total überarbeitet. Ja, hallo Lukas, ich bin's. Oh, hallo Hanna, na, wie geht's dir? Nee, ich bin nicht Hanna, ich bin Greta. Oh ja, hallo Greta, na, wie geht's dir? Ist alles gut bei dir? Ja, kann ich mal ganz kurz mit Linus vielleicht sprechen? Ist das für mich? Ja, das ist Greta. Geh mal eben bitte ran. Ach du meine Güte. Jetzt kleben hier unten die Nudeln dran. Ich habe doch nur eine Sekunde telefoniert. Oh, wie schafft Sophia das alles immer? Hier spricht Linus Fröhlich. Wer ist da? Ja, hallo Linus. Ich bin's Greta. Was ist denn mit deinem Papa los? Der ist ja ganz durch den Wind. Ach du Greta, seitdem meine Mama nicht da ist, du läuft hier irgendwie gar nichts mehr. Was hast du denn, Greta? Willst du zum Spielen kommen? Nein, ich wollte eigentlich fragen. Oder meine Mami wollte fragen. Ja, aber deine Mami ist ja im Krankenhaus. Ob wir nicht zusammen losgehen wollen und ein Geburtstagsgeschenk für die Hanna kaufen wollen. Ach, das ist eine super Idee. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe meinem Papa noch gar nicht gesagt, dass die Hanna Geburtstag hat. Bleib mal ganz kurz dran, ja? Du, Papi, die Hanna hat Geburtstag. Und die Greta fragt, ob wir ihm zusammen ein Geschenk kaufen wollen. Meinst du, das ist in Ordnung? Oh ja, stimmt, Hanna hat bald Geburtstag. Ja, die Einladung machen wir auf jeden Fall in den Kühlschrank, damit wir das nicht vergessen. Ach, wenn Greta dich mitnimmt, wäre das super. Du weißt ja, ich habe nicht so viel Zeit. Ja, dann mach das doch einfach. Dann gehst du gleich mit Greta mit und wenn du wiederkommst, dann essen wir schön leckere Nudeln mit Ketchup. Also Papi, wenn ich aber was kaufen soll, dann brauche ich ein bisschen Geld. Weil, ja, so darf man die Sachen ja nicht mitnehmen, hat Oma und Mama mir immer gesagt. Ja, Linus, da haben deine Oma und deine Mama auf jeden Fall recht. Und ich sag dir das auch. Man darf nichts einfach so mitnehmen. Ich gebe dir sofort Geld. Eine Sekunde, ich stell mal eben hier die Herdplatte runter. Ja, hier, Linus, 30 Euro. 20 Euro von dir und 10 Euro von uns. Und weil Hanna so schön auf Emma aufgepasst hat. Oh, so viel Geld. Dann kann ich ihr ja alles Mögliche von kaufen. Aber steck das Geld bloß gut weg, Linus. Nicht, dass du das noch verlierst. Nochmal gebe ich dir keine 30 Euro. Meinst du, es reicht, wenn ich das Geld in die Hosentasche stecke? Och nee, Lino, steck das mal hier lieber in deinen Kindergartenbeutel. Nimm den mal mit, hier vorne ist so ein kleines Fach, da kannst du das Geld ja reintun. Oder du gibst es nachher Gretas Mama. Oh, was riecht denn hier so? Ach Mist, ich habe die Herdplatte, glaube ich, nicht ausgemacht. Ich habe die, glaube ich, auf volle Pulle gemacht. Oh Mann, ey, was bin ich froh, wenn Sophia wieder da ist. Und Greta, weißt du schon, wo wir jetzt hingehen? Also ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal in den schönen Toy-Shop hier vorne um die Ecke. Da können wir mal gucken, ob wir ein tolles Geschenk für die Hanna finden. Ich bin mir sicher, wir finden was. Ach, nun guck doch nicht so traurig. Wir finden bestimmt noch ein schönes Geschenk für Hanna. Ach Mann, sowas Blödes. Die hatten ja gar nichts gehabt. Bis auf die Babyborn. Und die ist so teuer, die kann man ja gar nicht kaufen. Ach Greta, wir waren gerade mal in einem Geschäft. Nun zieh nicht so ein Gesicht. Wir fahren jetzt erstmal ins Shoppingcenter und dann gucken wir weiter. Ja, genau. Im Shoppingcenter findet man immer was. Jedenfalls meine Tante Clara. Die finden immer was zum Shoppen. Tja, Kinder, jetzt weiß ich aber langsam auch nicht mehr weiter. Hier habt ihr ja auch nichts gefunden. Ihr seid auch sehr wählerisch. Ja, ich möchte meiner Freundin ja auch was Schönes schenken. Ich brauche ihr nicht die 50. komische Puppe zu schenken. Sie will ja eine spezielle Puppe. Ja, finde ich auch. So was Blödes. Wir müssen auf jeden Fall ein Geschenk finden, sonst ist Hanna sehr, sehr traurig. Vielleicht müssen wir dann erstmal im Internet gucken. Vielleicht finden wir ja da eine kleine Babyborn. Oh, was ist das denn hier für ein schöner Laden? Ach, wie witzig, hier war ich neulich schon mal mit meiner Mama. Der ist aber hübsch geworden, der Laden. Das letzte Mal war der ganze Laden noch total leer. Sag mal, Greta, denkst du gerade das gleiche wie ich? Oh ja, Linus, ich glaube, ich denke das gleiche wie du. Wir gehen schnell rein. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Schreib mir da bitte eine Liste, dass ich das nicht vergesse. Ach ja, Kundschaft. Guten Tag. Guten Tag. Wir würden gerne was bei Ihnen kaufen. Was richtig Schönes. Oh, hallo Mia. Was machst du denn hier? Ach, wie schön. Hallo Linus. Was machst du denn hier? Die gleiche Frage könnte ich dir auch stellen. Suchst du etwa ein Hochzeitskleid? Was kann ich denn für Sie tun? Ja, meine Tochter und ihr Freund interessieren sich sehr, sehr doll für dieses Kleid hier vorne im Schaufenster. Könnten Sie mir bitte erstmal sagen, welche Größe das ungefähr ist? Na, da hast du mir aber ganz schön was eingebrockt, Linus, mit deinen Windpocken. Ich war gerade deine Mama besuchen vor ein, zwei Stunden. Ach echt? Ich durfte sie heute wieder nicht besuchen, weil Papa kein für die Emma hat. Sowas Blödes.
Ja, falls du sie heute nochmal besuchst, dann grüß sie ganz lieb von mir. Heute Abend darf ich sie anrufen. Und jetzt willst du für deine Freundin ein Kleid kaufen? Nein, nicht für meine Freundin, sondern für die Hannah. Also Hannah ist unsere Freundin, sie hat bald Geburtstag. Wir wollen mal fragen, wie teuer das Kleid ist und welche Größe das hat. Ja, sie wünscht sich nämlich schon so lange so ein schönes Kleid. Also, wenn das Kleid selbst genäht ist, dann ist es bestimmt nicht billig, oder? Ja, und wenn es auch noch so einen tollen Stoff hat, der quasi mitwächst. Und sie dürfen nicht vergessen, das Kleid ist ein echtes Unikat, weil es halt selbst genäht ist. Es kostet 60 Euro, das finde ich ist ein fairer Preis für so ein schönes Mädchenkleid. Ach Kinder, das ist viel zu teuer. Einmal hat Linus 30 Euro und du hast ja 15 Euro, Greta, für die Hannah. Das Kleid sprengt leider euren Rahmen. Ach Mann, sowas Blödes. Ich bin mir sicher, dass die Hannah sich so da gefreut hätte. Also Leonie, wir bekommen ja hier ein bisschen Rabatt. Und das hier ist der Sohn von der Sophia. Vielleicht kannst du da ein bisschen noch was im Preis machen. Und ich gebe auch noch 5 Euro dazu, weil ich die Hannah so süß finde. Ach so, das wusste ich gar nicht, dass das der Sohn von der Sophia ist. Sag mir das doch mal vorher. Also habt ihr 45 Euro plus die 5 Euro von Mia sind 50 Euro. Dafür würde ich euch das Kleid auch geben. Plus, ja, falls es nicht passt, darf die Hannah, ich glaube so heißt eure Freundin, hier reinkommen und darf das Kleid nochmal ändern lassen. Ja, aber weiter kann ich da wirklich nicht mit runtergehen mit dem Preis. Ich muss ja auch ein bisschen was verdienen. Ja, aber wie sollen wir das denn jetzt machen? Also, wer schenkt denn jetzt das Kleid? Denn hat einer ja immer noch kein Geschenk. Keiner von euch kann sich das Kleid leisten. Aber wenn ihr euer ganzes Geld zusammenlegt, plus die 5 Euro, die die nette Frau euch gibt, die deine Mama kennt, dann würdet ihr das Kleid so bekommen. Genau, wir legen alle unser Geld zusammen und dann schenken wir Hannah ein ganz, ganz schönes Kleid. Das hört sich doch super an, oder? Aber meinst du denn nicht, dass Hannah ein bisschen traurig ist, wenn sie nur ein Geschenk von uns beiden bekommt? Also, ich würde das irgendwie komisch finden. Ja, Linus, aber dafür bekommt sie ein ganz großes Geschenk, was sie sich auch schon lange wünscht, so wie du das gerade erzählt hast. Also ich würde mich ganz doll über das Kleid freuen und ich glaube, Hannah freut sich auch. Also Kinder, dann entscheidet euch mal. Was sagt ihr? Findet ihr die Idee gut oder schlecht? Ja, also ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Du hast recht, wenn sie sich das so doll wünscht, dann sollten wir das zusammen kaufen, wenn unser Geld nicht reicht. Oder Greta? Da habt ihr auf jeden Fall ein tolles Geschenk für die Kleine. Ich packe euch das Ganze jetzt noch ganz schön ein in eine Tüte, ja? Und dann kommt ihr einfach hier vorne gleich hin und dann bezahlen wir und rechnen euer ganzes Geld zusammen. Ach, du bist so lieb, dankeschön. Und wie gesagt, falls das Kleid nicht ganz genau sitzen sollte, kommen Sie bitte mit der Hannah hier nochmal her. Dann ändere ich ihr das noch ein bisschen um, das geht. Na, zum Glück warst du hier, Mia. Du hast jetzt echt Hannas Geburtstagsgeschenk gerettet. Wir dachten schon, wir finden gar nichts mehr. Ja, hallo Kinder. Ach, bin ich jetzt froh, dass wir ein schönes Geburtstagsgeschenk für die Hannah gefunden haben. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr ja Hannas Geburtstag dieses Jahr sehen wollt. Ja, vielen Dank, dass ihr diesen Kanal damit so schön unterstützt. Vergesst nicht bitte auch, diesen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr gar kein Video mehr. Ja, ein ganz großes Dankeschön, wie gesagt, an euch. Ihr seid wirklich tolle Zuschauer. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss.